Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde in Shrouded mit Voucher und mit unserem Ualderle. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich tierisch. Drei Dinge stehen bei mir ganz oben auf der Liste. Nummer 1, ich möchte den Baseplatz erweitern. Dann möchte ich die magische Kiste bauen. Dann müssten wir normalerweise hier drin schon die Möglichkeit haben, das mal kurz anzupinnen. Bisschen aufgeräumt habe ich das Inventar und ihr dürft gleich nicht erschrecken. Ich habe ein super Chaos an der Base. Ich bin gerade dabei, viel zu probieren, welche Blöcke mit welchem. Und manches kann ich im Kopf mir vorstellen, manches zeichne ich. Ja! Jo, ihr dürft gleich nicht erschrecken. Da müsst ihr auf jeden Fall ganz cool bleiben. Digga, du hast, glaube ich, kein Schwert irgendwie, ne? Jo. Alter, was ein Anfang. Genau, also manches stelle ich mir vor, manches skizziere ich, aber es gibt auch Dinge, die musst du erst bauen und mal sehen, wie. Deswegen Riesenchaos. Jetzt pass auf. Nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Als allererstes. Oh, ich freue mich so. Wir brauchen die muss ich an der Werkbank machen. Sonst kann ich es nicht anpinnen. Aber da hatten wir doch diesen Trick, dass ich übers Tagebuch Werkstätten. Werkbank. Stauraum. Ich will mich jetzt noch nicht umdrehen, dass er den kleinen Schock kriegt. Die wollen wir bauen, ne? Brauchen wir Miasma-Flüssigkeit, die habe ich. Eine kleine Truhe müssen wir uns noch kurz zusammenstellen. Dann brauchen wir eine Seele. Die wiederum kann uns er hier zusammenschustern. Eine Miasma-Seele für die Bauplatzerweiterung. So, und das Dritte, was ich auf dem Plan habe, und da muss ich jetzt noch mal kurz gucken, wo das war. Der Schreiner hat zu uns gesagt, er hat einen Block liegen lassen. Und das kann ich kann erst weiterbauen, wenn ich den Block gesehen habe, Leute. Fachwerk. Fachwerkblock hat er gesagt. Ne? Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo der war. Grabmal der Königin, erobere die Wildnis. Geschichte des Feuers, der Fäulnis. Hier. Finde die Bausteine in Diatwin. Der Schreiner hat Bausteine in Diatwin. Guckt er den Block an? Den müssen wir als nächstes machen hier, ne? Ha, das ist mir egal, ich brauche den Block. So Leute, jetzt mein Chaos. Hier sieht es aktuell echt schlimm aus. Ich habe das halbe Gebäude abgerissen, das halbe aufgebaut. Das sind alles nur Probiererchen, ja. Ich will da nur ein bisschen rumprobieren müssen, um zu gucken, wird es von der Größe so, wie ich es will. Teilweise habe ich es jetzt beschlossen, es wird ein bisschen groß. Diese U-Form werden wir nicht machen, sondern nur eine L-Form. Zum einen, weil hier drüben die Ruine kommt. Und zum anderen, weil ich das Magiergebäude für unseren Alchemisten in einem anderen Design haben möchte. Ich weiß noch nicht genau, wo es hier hinkommt. Aber es wird erstmal nur dieses Hauptgebäude mit den Ausläufern. Gebäuden und drüben kommt so ein kleines L-Gebäude dazu, wo dann die Farm sein wird wahrscheinlich. Jetzt gehen wir mal die Truhe an, würde ich sagen. Hallo, ich freue mich, hol heute deine Blöcke, wenn ich hinkomme. Wir brauchen eine kleine Truhe. Eine kleine Truhe wird gebaut aus 6 Nägeln und Holzscheit. Wenn alles stimmt, haben wir 3 Nägel. Und was brauchte der Osse nochmal für Nägel? Hallo. Du brauchtest für 2 Nägel einen Metallschrott. Das kriege ich normalerweise hin. Ich zeige euch jetzt hier auch nicht alles im Detail, weil das ja wieder wegkommt. Das ist nur eine Probiererle. Ich kann dir sagen, in dem Spiel werde ich sehr viele Stunden verstecken. So, 2, 4. Damit müsste das normalerweise gegessen sein. Holzscheit habe ich, wenn, hier drin gehabt. Hier habe ich sie, glaube ich, drin. Ich nehme sie alle mal mit. Hey, hier ist auch noch ein riesen Krater drin und so. Weil ich habe nämlich einiges probiert und das habe ich auch schon zum Teil wieder weggeropft. Wie harmonieren denn die Blöcke miteinander? Wenn ich zum Beispiel hier diesen Feuersteinblock nehme, in Kombo mit Stein, in Kombo mit dem dunklen Holz, denn ich brauche den Fachwerkblock. Ich glaube, der wird es nämlich tatsächlich am Ende sein. Irgendwann müssen wir uns ja mal entscheiden. Da kommen noch so viele Blöcke. Dann bauen wir lieber hier hinten raus nochmal andere Gebäude. Zum Beispiel das dunkle Teerholz, was mir so gut gefallen hat. Hier drüben das. Das hier und das Miasma-Holz werde ich nicht außen verbauen. Kann sein, dass wir einen Keller teilweise mit dem ausbauen und ziehen. Ne? Ich weiß noch gar nicht, wie wir das zeitlich alles machen wollen, aber wir machen einfach, solange es geht, oder? Stauraum, diese Kiste bauen. Jetzt, Ah ja, die Miasma-Flüssigkeit, Worum habe ich denn die, wo habe ich denn die jetzt wieder hingestopft? Wenn ich Glück habe, ist sie hier drin. Jo, ich dachte schon, ich habe sie wieder verballert. So, erstmal wollen wir diese magische Kiste probieren. Damit fängt jetzt mal alles an bei mir. Das kann nämlich sein, dass die ziemlich cool ist. Ne? Ich stelle die mal her und suche sie mir hier raus im Rucksäckle. So, im Moment ist erstmal egal, wo wir sie hinstellen. Ich würde sie
Hi, ich würde sie mal hier, aber das bleibt ja alles nicht. Also ich darf mich hier gar nicht orientieren. Ich stelle die jetzt einfach mal gegenüber von der Kiste. So. Also. Ich brauche ja jetzt für die Seele die Miasma-Flüssigkeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Ich hätte gerne... Ja, funktioniert. Erzählt die mit, als wäre sie in meinem Inventar. Ist es nicht göttlich? Ich pause. Boom. Jetzt haben wir 5 Seelen normalerweise einstecken. Ich gucke nochmal im Rucksäckler. Jop. Und wir erweitern den Bauplatz um weitere 40. Im Moment ist hier irgendwo alles begrenzt. Ne? Ihr seht, die Grenze verläuft genau hier. Deswegen können wir da nicht viel mehr machen. Die andere Grenze verläuft... hier ist ein Riesenchaos im Moment. Ich freue mich schon, wenn das alles sauber ist. Ich werde jetzt zwischen den Folgen auch sauber machen tatsächlich. Und... Oh, die geht bis hier. Irgendwo war eine Grenze ganz knapp, wo ich gedacht habe, da muss ich erweitern. Vielleicht brauche ich es gar nicht. Doch, hier war es. Hier war es. Ne, die läuft super knapp hier. Hier habe ich auch teilweise nochmal Stein gefarmt und habe doch massivere Blöcke genommen, damit es einfach nach was aussieht. Es kann aber auch sein, dass ich das alles tiefer lege, dass es wirklich ebenerdig ist. Das Problem ist, wir haben hier eine Hügelgeschichte drin. Auf der anderen Seite, ihr seht auch, hier habe ich zum Beispiel einen Probierer gemacht. Kann sein, dass wir hier Sandstein nehmen und dass wir obendrauf Halbmauern bauen. Also ich habe tatsächlich schon einiges probiert, auch Fenster mit verschiedenen Baublöcken nachzubilden. Am Dach oben, es gibt so wahnsinnig viele Kleinigkeiten, das Spiel hat schon einiges in sich, mein lieber Mann. So, wir erweitern den Altar jetzt. Und es geht noch mal eins weiter. Ich sag's dir, die haben da richtig was geplant für Leute, die gern bauen. Jetzt ist meine Grenze natürlich hier drin. Eventuell reiße ich das aber auch zum Stück ab, wenn ich es brauche. Das weiß ich noch nicht. Jo, jetzt geht's bis hierher. Jetzt gehört mir das Stück Miasma da drüben, oder was? Jetzt reicht's. Und da drüben raus, da muss ich auf jeden Fall so lange aufwerten, bis wir an der Kante sind, an der Klippe drüben irgendwann. Weil ich unbedingt gerne die Aussicht hätte, ne? Ja, guck mal, jetzt sind wir im Prinzip von hier... Warte mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zweimal aufwerten. Ich will einfach nur die Aussicht. Kann nämlich sein, dass ich den Magierturm oder was auch immer das wird, da drüben hinbaue. Und ich hätte gerne, und das werden wir machen, ich werde mir was einfallen lassen. Ich weiß noch nicht, wie ich es in die Folge reinnehme. Ich hätte gerne auch einen richtig schönen Keller, ne? So, Leute, ich guck mal ganz kurz, was kosten die nächste Aufwertung. Die Truhe ist geil. Was würde die kosten? 10 Seelen. Aber das ist ja alles machbar. Das ist ja alles herzustellen. Ne? Okay, ich würde sagen, wir haben tatsächlich Teil Nummer 1 heute schon mal erledigt. Wir sind jetzt... Lass mich mal kurz Ne, den Archiv brauche ich nicht. Ich brauche die Werkbank. Dann brauche ich den Stauraum. Und die Kiste kann ich jetzt wieder abwählen. Das haben wir gemacht, die Erweiterung haben wir gemacht, dann können wir jetzt die Kiste besorgen für unseren Schreiner, die Rezepte. Ja, ich laufe es mal mit euch ab, aber wie gesagt, unten hat sich nichts getan. Ihr seht, dass ich hier mal angefangen habe rauszuziehen. Da bin ich gerade am Überlegen. Je mehr ich mit diesen Feuersteinen gebaut habe, desto mehr hatte ich dieses Gefühl, ich baue dem Batiatus sein Ludus nach. Ne? Und so ein bisschen Conan Exile Vibes bei den Baublöcken hier. Und was ich nicht geschafft habe, wenn das von euch jemand weiß, bitte einen Tipp. Ihr seht hier am Fenster oben diese Struktur, ne? Sieht ein bisschen aus, als wäre es ein Holzrahmen. Die ist innen nicht. Ich habe es nicht geschafft und ich habe wirklich eine halbe Stunde fast probiert, das auf dieser Seite rausgucken zu lassen. Es wirkt für mich so, als wären diese Fensterauswuchtungen nur Richtung Osten und Richtung Süden möglich. Falls es von euch irgendwer hingekriegt hat, bitte einen Tipp. Ich habe es nicht geschafft. Ne? Jo, ansonsten habe ich hier oben, warte mal, einfach nur ein bisschen probiert mit dem Dach. Das ein oder andere. Dann habe ich hier gemerkt, wenn ich das auf die Fläche ausbaue, sieht es nicht mehr nach Außengebäude für mich aus. Ne? So, Leute, jetzt lasst uns mal gucken, ob wir dem Twain seinen Block kriegen. Ich will allerdings vorher noch, was ich jetzt nicht kapiere. Ich habe den doch jetzt gerade markiert, ne? Es sind so viele...
Die Hauptspindel der Jägerin? Das ist doch gar nicht das, was ich jetzt machen will, ne? Auf der Suche nach verborgenen Gräbern, auf der Suche nach seinen Bausteinen. Verweisende Geschichte ansehen, auf der Karte anzeigen. So. Das hier soll blinken. Und auf dem Weg da hoch... Ich muss gerade mal ganz kurz was gucken, nämlich. Wieso ist ihm das hier so wichtig? Machen wir das halt die Tage mal. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch eine kleine Flamme gleich mitnehme nach da hinten raus. Weißt du? Wir haben ja die Möglichkeit, welche zu bauen, oder? Ich glaube, das machen wir mal eben. Dann kann ich mich da auch hinporten, wenn ich da noch mehr brauche, weißt du? Ich habe ja noch keine Ahnung, welche Materialien jetzt zum Beispiel notwendig sein werden. Für einen Flammenaltar brauche ich 5 Steine, aber die kriege ich ja hier ruckzuck. So. Ja, wie gesagt, den könnte ich jetzt auch abbauen, weil er innerhalb meiner Base liegt, ne? Da habe ich mich ja letztens so gewundert. Alles, was innerhalb deiner Base ist, kannst du mit E abbauen, aber kriegst halt weniger Mats, ne? So, einmal Handwägen, Flammenaltar ist gebaut. Und wenn ich jetzt da hoch will, ja, es ist halt arg weit raus, ne? Wo ist denn? Sag mal, wo ist denn der Turm, Leute? Schrein der Flamme? Hier, ne? Schnellreiseturm. Da gehen wir jetzt einfach mal los. Ich verspreche jetzt nicht, dass wir das heute schaffen, weil ich nicht weiß, welches Level, wie weit ich da jetzt vielleicht vorgreife. Aber ich muss diesen Block sehen, bevor ich daheim bauen kann. Ich bin ja Fan vom Fachwerk. Ich liebe Fachwerk. Krypta Bäuerin. Ach, das war da, wo wir die Bäuerin geholt haben. Oh oh. Und es ist noch hinter der Bäuerin. Ei, Farntal. Gott, ist das weit raus, Leute. Boah, ist das weit raus. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Aber ich muss da hinten eh ein Ding aufbauen, ne? Komm her, wir fliegen mal los. Oh, das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen weit raus. Und ich muss unbedingt mich darum kümmern, dass wir zukünftig ein bisschen mehr Ausdauer am Start haben. Also wie gesagt, ich würde diesen Versuch jetzt einfach machen. Finde die Bausteine vom Schreiner. Die ganzen Krypten. Das werden wir in Zukunft, wenn wir unterwegs sind. Ich werde in Zukunft halt jetzt mal im Umland die ganzen Quests mitnehmen. Ja, das heißt, wir gehen dann los, fliegen dann an den Spot, der in der Nähe ist, den wir noch nicht gemacht haben. Und dann werden wir entsprechend halt auch mal überall reinlinsen. Den Knochenblock habe ich auch noch nicht rausgeholt. Ne? Was ich nicht weiß... Was ich nicht weiß. Das Farntal hätte ich gerne nochmal was geguckt kurz. Gehen wir mal ganz kurz hin. Ich wollte nämlich was schauen. Andere Frage. Da habe ich jetzt nichts mehr zu erledigen hier, ne? Doch, die Dings habe ich nicht eingesammelt. So, mein Männle. Du lässt dir mal die Zeit. Wie gesagt, wir können ja zurückporten. Der Funke ist nicht unwichtig. Farntal waren Feinde. Die Dinge habe ich nicht gemacht, was ich eigentlich machen wollte noch. Aber das habe ich nicht auf den Plan geschrieben, habe ich es vergessen. Ich wollte nämlich die hier aufwerten, weil die mit Sicherheit mit einer Aufwertung geiler abgeht. So, jetzt können wir gleich ein bisschen uns eintrainieren. 7er Gegner. Digga, willst du nicht vielleicht... Ich glaube, das sind gerade sehr viele, gell? Wo hat denn der geschossen? Na da. Ich gehe gerade mal aus dem Schuss. Problem ist, ich habe, glaube ich, keine Tränke dabei. Ich vergesse tatsächlich gerne, dass wir halt hier auch Gegner haben, ne? Die teilweise richtig stark sind mittlerweile schon. So wie er jetzt hier zum Beispiel. Und den Doppelsprung habe ich vergessen. So, einmal kurz heilen. Verbände habe ich bei. Hier will ich kurz gucken, ob Felder sind, weil ich was gucken muss. Digga, nicht mit der Spitzhacke, bitte. So geil.
Einsammeln würde ich sie schon. Die haben ja auch mal Waffen dabei ab und zu, ne? Kann sein, dass das noch ein bisschen arg knackig wird, wo ich jetzt hin will gerade. Dann würde ich halt... Aber ich kann nicht weiterbauen ohne den Block. Ich weiß bestimmt, dass ich Fachwerk lieben werde. Ich glaube, der hat mich noch etwas später hinten, oder? Ich gehe mal hin. Ja, bist selber schuld, wenn du feststeckst. Freien tue ich dich vorher nicht auch noch. So. Ne, Fantal ist... Da ist noch einer. Ey, wie viel hat's denn hier bitte? Und was ist das für ein Brett? Muss ich gleich gucken. Der war schon tot. Aber schön gesprungen. Salben. Wir alle sind müde. Neuer Ort markiert. Tinkturen und Heilmittel sollten wir immer da bereit haben. Ich bitte um etwas Geduld. Ihr werdet sie im Turm abholen können. Ich habe bemerkt, dass einige von euch zu widerwärtigen Mitteln greifen, um sich zu schützen. Ich bitte euch, von solchen extremen Maßnahmen Abstand zu nehmen. Produkte vom Schwarzmarkt sind höchst gefährlich und ich möchte nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Man kann nicht wissen, was solche Elixiere möglicherweise anrichten. Der Balthasar hat es geschrieben, wie gut. Was ist hier? Auch von ihm. Neue Geschichtsseite. Ein Schrei nach Hilfe. Schutz vor dem Miasma. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gegen Miasma müssen stets beachtet werden. Begebt euch nicht in Täler oder in die Nähe von Flussgebieten. Das Miasma wird euch überfluten. Vermeidet den Kontakt. Stimmt, die rote Suppe fließt wie ein Fluss, ne? Vermeidet den Kontakt, atmet es nicht ein und schützt eure Augen. Nach Kontakt sofort mit zugelassenen Medikamenten behandeln und unter Quarantäne stellen. Bitte... Nehmt nur verschriebene Medikamente ein. Haltet vom Elixier fern. Haltet euch von Elixieren fern. Seine langfristigen Auswirkungen sind unbekannt. Wie gut. Der Baldes. Baldassar, Frage, da war doch gerade so ein Fachwerkhaus, oder? Scheinbar nicht. Doch, da ist es, aber das ist hier leider nicht möglich, was ich gucken wollte. Okay, weiter geht's. Hier geht's zum Elixierbrunnen. Ja, aber die Krypta der Bäuerin, die hatten wir doch schon, Leute. Ich muss doch da normalerweise jetzt wieder hinkommen, ohne dass ich durchs Miasma gehe. Und von dort aus suche ich mir dann einen Weg, ne? Ja, ich glaube, das hier ist die Krypta. Und dann müssen wir von da dahinter. Boah, das ist weit raus, mein lieber Mann. Eine Flamme habe ich dabei. Dann kann ich auf jeden Fall die Flamme setzen, heimgehen, pennen. Dann lösche ich sie und baue mir eine neue, ne? Kostet ja nichts. Ja, dann brauche ich nicht 1000 Dinge aufsetzen. Wenn wir mal irgendwo ein Farmgebiet haben, wo wir wissen, da muss ich jetzt die nächsten 10 Stunden Material farmen, dann ja, aber darüber hinaus sehe ich das nicht. Okay, das ist, was hat denn der da bitte? Wie weit ist denn das weg? So, ich muss mal gucken, ob ich hier außen rum geschwind laufen kann, dass ich das sehe. Ziel ist wirklich nur, den Block zu holen. Und danach machen wir ganz gediegen weiter, ne? Das nehme ich mal mit. Weil ich will ja die Welt jetzt nicht unbedingt komplett aufdecken, indem ich jetzt nur durchrenne. Das machen wir jetzt einmalig und dann genießen wir es wieder. Weil ich muss mich, ich kann ja nicht alle 30 Blöcke jetzt holen. Ich weiß ja gar nicht, wo die liegen. Da müsste ich spoilern und so. Das will ich ja dann auch nicht. Habt ihr auch das Gefühl, ich komme hier in dieses Düsternadelbiom oder wie das hieß? Wir laufen mal rein, dann wissen wir es. Das Spiel muss ich gerade ein bisschen fangen, glaube ich. Haselnüsse. Ein kleiner Snack für zwischendurch. Kraft. Cool. Es sind halt nur noch 600 Meter bis zu meiner Markierung, ne? Hier ist ein Weg. Bleibe auf dem Weg. Das haben sie doch immer schon gesagt. Oh, wie geil ist denn das Biom, bitte? Oh, ich merke auch gerade, ich habe mein Mändle noch auf groß gestellt.
Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Bevor wir da reingehen, möchte ich, dass es so hell wie möglich ist. Wir setzen mal eben den Schrein hier hin. Und ich gehe kurz heim, penne mich aus. Wir sehen uns hier gleich zum Anbruch des neuen Tages wieder. Und ich nehme am besten gleich die Steine mit zur Aufwertung von der Waffe. Aber ihr könnt das doch kurz zusammen machen. Pass mal auf. Pass mal auf. Das wissen wir ja jetzt. Der steht hier. Oh, ist aber schon eine Weile ein Stückle raus jetzt, ne? Weiß, wäre jetzt schade. Es wird gleich dunkel, dann sehen wir nichts. Ist eh schon ziemlich zügig gerade, was ich da mache. So, jetzt sind wir einmal hier. Jetzt pass auf. Ja. Gehen wir mal bitte hier rein und hol die Dinger. Die kannst du übrigens auch unten reinmachen in die Magiekiste. Mach die mal hier rein. Genau. So. Achso, ich kann ja von hier aus, ne? Oswald, die ganzen Gespräche, die machen wir alle in aller Ruhe, ne? Ausrüstung verbessern, das ist die neue. Ja, unsere alte hat 22 Schaden, 250 Haltbarkeit und Giftschaden. Jetzt pass auf. Jetzt haben wir genauso viel Schaden, haben aber 4 Schnittschaden, 4 Wuchtschaden. Ich mache weiter. Normal und normal. Mit 25 Schaden ist das jetzt unsere bessere Waffe. Bis ich mal eine zweihändige irgendwann habe, ne? So. Dann würde ich nämlich die dahin machen. Die würde ich zerlegen. Na, ist das auch schon erledigt, siehst du? Das mache ich jetzt hier rüber. Die Funken und so, das werde ich alles hier sammeln. Was jetzt wichtig ist, das können wir auch hier rüber machen. Und dann würde ich die hier nochmal zur Ankommenkiste degradieren. Ah, da wäre noch eine Kiste gewesen, ne? War aber eine winzige. So, das brauchen wir nämlich alles nicht. Wenn wir jetzt unterwegs sind, kann ich auch gleich wieder neuen Loot einfassen müssen. So, die 2 Tränke, die werden uns reichen für das, was ich vorhabe, denke ich mal. Dann habe ich die Bärchen noch dabei. Jo. Leute, Schläfle. Und dann drücken wir uns die Daumen, dass wir da wenigstens den Block heute bekommen. Wäre schon cool, weil dann kann ich nämlich den angucken und dann weiß ich auch, mit welchen Dingern ich bauen möchte. Am liebsten mit allen. So, die Nacht ist gleich vorüber. Da sehe ich schon die ersten Lichtstrahlen. So, jetzt muss ich gucken, ob ich das nochmal finde. Hier wollen wir hin. Hier. Baue ich ab. Wir bauen gleich einen neuen, dass wir in der Nähe dann dort die Haselnüsse bringen. Auf jeden Fall 3 Stärke. Das ist schon mal ziemlich cool. Wahnsinn, wie viel Content da drin ist. So, Flamme tilgen. Und 5 Steine muss ich jetzt wieder finden. Das habe ich natürlich jetzt blöd gemacht. Obwohl die findest du überall. Guck. Umgebungsgeräusch oder ist jemand? Hier müssen wir auch vor allem alles mal abfasern. Ich weiß nämlich nicht, ob was Neues dabei sein wird. Ne? So, Flammenaltar ist gebaut. Der ist abgebaut. Unser Ziel liegt hier. Neue Waffe am Start. Gehen wir erstmal weiter. Ach, das wollte ich noch umstellen hier kurz. Ich mache mal das Mäntle wieder ein bisschen kleiner. Jetzt fühle ich mich wieder, wie ich mich fühlen will. Ich gucke jetzt hier ganz bewusst nicht rechts und links. A, bin ich ein bisschen zielorientiert im Moment. Und B, kommen wir hier ja nochmal her, ne? Ich liebe das Biom schon. Schönes Waldbiom. Achso, ja. Ich laufe hier gerade diesen Weg entlang. Ich bin gespannt. Das sieht nach Miasma noch aus, hier irgendwie gefühlt. Hier, guck mal. Wir lassen es nicht ablenken. Flachs, Leute. Cool für Rüssi bauen wahrscheinlich, ne? Die haben Specht gehört. Ich ziehe mal meinen zweiten Kopfhörer auf. Für mich so ein bisschen ein Warnzeichen immer, wenn das Ding hier auftaucht. Ah, da kommt die Sonne. Here comes the sun. So, Spatze. Flämmchen. Einmal will ich ganz kurz gucken, also so viel Zeit muss sein. Eine wegen ihrer starken Fasern beliebte Pflanze kann zur Herstellung von Leinen verwendet werden. Ich dachte, vielleicht kann man die auch anpflanzen, ne? So, was haben wir denn jetzt hier drüben? Ist das die Krypta der Erbauerin von hinten? Okay.
Wir gehen hier lang. Mich wundert es, dass ich hier noch nichts gesehen habe, was gefährlich ist bis jetzt. Da ist ein Häuschen. Vielleicht kann ich da kurz gucken, was ich in Ferntal nicht konnte. Langsam, Digga. Da sind auf jeden Fall Palisaden. Und Palisaden heißt immer, dass da auch jemand... Hört sich nach Sumpf an hier, gell? Das ist ja nicht hier, wo ich hin will, ne? Aber in die Richtung muss ich eh. Weizloh. Da ist eine Mine. Das haben auch die Typen übernommen. Boah, hier ist alles matschig. Ich denke mal, hier werden wir auch nochmal irgendwie wahrscheinlich einen Verweis kriegen. Alter, was haben die da gebaut? Ne, ich muss mit euch nochmal in diese andere Siedlung die Tage. Aber es ist nicht so wichtig. Um das geht es nämlich in erster Linie jetzt hier gar nicht. Was ist denn das da? Sieht aus, als ob die da irgendwas aus dem Bag geschöpft hätten, gell? Vielleicht ist das schon der Glitzerblock, der hier in der Nähe auf uns warten würde. Aha. Okay. Fließt wie ein Fluss, ne? Habe ich mir jetzt schon gemerkt. Ich kann hier bestimmt über die Brücke drüber, denn ich muss da hinten hin. Ich würde dich ja gern sehen. Pass auf. Machen wir ganz einfach. Ich nehme den schon mal. Miasma-Schutztrank. Ich nehme einmal diese Beere und ich futter nochmal eine Haselnuss. Die habe ich jetzt daheim ausgeräumt, so gut wie ich bin. Die Flamme ist hier vorgeschossen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass ich hier nicht zu lange im Miasma unterwegs bin. Ne? Flamme hat schon mal das Licht angemacht. Hier habe ich Harz gefunden gerade. Im tödlichen Miasma nennt sich das hier. Ist das tödlich? Ich muss ja so lachen, weil ich es noch vorgelesen habe. Weil ich es noch vorgelesen habe. Im tödlichen Miasma nennt sich das hier. Ist das tödlicher? Es sah für mich jetzt erstmal nicht anders aus, ne? Ei, wie komme ich denn dann rüber? Ich glaube, wir haben aber nichts verloren, wenn ich es richtig sehe, ne? Ey, Leute, das war doch jetzt nicht rot. Ja, dann komme ich da gar nicht so einfach hin. Dann brauche ich nochmal einen speziellen Miasma-Schutz. Steht was dabei? Der Schreiner? Da steht nur, dass er sie zurücklassen hat, ne? Das war jetzt eine schnelle Aktion, gell? Ich muss schon in die Richtung dann auch bleiben. Ich darf mich nicht immer um mich selber drehen. Ich überlege gerade, ob ich den Schrein noch weiter oben aufbaue, bis ich rausgefunden habe. Erdbeeren. Setzlinge und Erdbeersaat können wir jetzt. Oh, wie schön. Ich gehe nochmal hin. Vor allem würde ich jetzt gerne wissen, was mir hätte jetzt sagen können, dass dieses Miasma so tödlich ist. Also, hat ja mein Trank auch nicht viel genützt, ne? Wie schnell das jetzt erledigt war wieder. Oh Mann, Alter, ne? Da sind schon so ein paar Momente in dem Spiel mit drin, ne? Ja, aber ich muss ja irgendwie darüber, ne? Jetzt schauen wir erstmal, ob unsere Sachen noch liegen und was wir überhaupt verloren hätten. Ich mach mich nass. Oh. Da bin ich aber vorhin, bin ich dann aber richtig geschickt laufen, dass ich die da gepullt habe, ne? Ja, entspann dich. Ich lass dich mal ein bisschen atmen. Ich möchte gerne darüber, Uralterle. Wie haben denn das deine Vorfahren zu der Zeit so gemacht, wenn ich was wollte? Wir sind da bestimmt zu früh, das wird sein. Da hinten ist auch nochmal so ein Turm, ne? So.
Ich hoffe, dass ich bis dahin kann. Finde die Bausteine. Also, dieses Miasma scheint eben tödlicher zu sein wie alle anderen, die wir kennen. Jetzt sehe ich auch, dass es einen leichten roten Schimmer hat. Könnt mir vorstellen, dass ich hier rüberfliege. Versuch ist es wert. Ich meine, sterben sind wir ja mittlerweile jetzt auch schon gewohnt. Nochmal für mich. Da muss ich hin. Das Problem wird sein, dass ich da nicht hochkomme. Ne? Gibt es hier noch einen höheren Punkt? Einen Baum, aber ich weiß nicht, ob ich auf den draufklettern kann. Und ich weiß auch nicht, Leute, ob der Fluss irgendwo besser zu überqueren sein wird. Vielleicht findet man aber auch irgendwann eine Möglichkeit, das tödliche Miasma zu überstehen. Wir müssen auch mal die ganzen Rezepte halt durchgucken, die uns so zufliegen, weil ich die ja teilweise gar nicht alle auf dem Schirm habe. Also wenn ich jetzt hier rüberfliege und das ist nicht steil, wir können höchstens eins machen. Ich verabschiede mich mal von dem Gedanke, dass wir den Block heute zu sehen kriegen. Und guck mal, ob ich da drüben irgendwo was finde. Solange ich hier bin, kann ich porten, weißt du? Also bis an diesen Grenzbereich hier komme ich. Komm, wir probieren es mal. Ja, du könntest hier schon hoch. Also ich würde sagen, im Zuge der Wissenschaft und der Tatsache, dass ich unheimlich gerne den Block hätte, gehe ich das eine Risiko jetzt nochmal ein eben. Da ist überall Flachs, ne? Hier ist der steilste Moment. Hier springe ich ab und lande da drüben. Schade. Scheiß drauf, ich will es wissen. Oh je. Das wird nix. Ich versuche gerade mal hier, ob ich da porten kann. Nein! Nein! Boah, wie gut. Da vorne könnte eine Brücke sein, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hier überlebe, wenn ich hier abspringe. Ich mach's an. Hier sieht's ja nach normal. Hier gehe ich rüber und dann hinten über die Brücke rüber. Auf geht's. Quicktaler. Oh. Ja, wir sind hier einfach zu früh. Das ist gerade alles. Ist das ein Boss oder was? Oh nö. Der ist gut anfällig gegen Pfeile. Der hat doch bestimmt irgendwas mit Gift. Haben wir mal gedacht, Alter. Hab ich mir gedacht. Haut ab. Der lockt mich doch bestimmt zu seinem Vater oder sowas. Pilzmännchen. Ich will gar nichts von dir. Ich will hier rüber. Weil ich das Gefühl habe, ich komme hier an meinen Block. Oh, ho, ho. Okay, 11. Digga, Digga, nimm die Waffe. Den Wolf hast du, aber den Rest noch nicht. Und das, wenn man sich überlegt, was gerade mein Auftrag ist, den ich mir selber gestellt habe, ne? Mein Auftrag ist, den Block zu kriegen. Hier will ich rüber.
Auf geht's, komm jetzt immer mit dem Drittstand nur dabei. Ich kann aber sein, dass ich gleich rüberblende, Leute. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich würde gerne den Pilz noch einmal angreifen. Und dann blende ich rüber und dann gehen wir morgen gemeinsam den Rest. Der konnte aber gut einstecken, wa? Also ich bin der Meinung, wir sind hier zu früh. Giftsack. Leute, ich mache hier einfach eine Blende. Beziehungsweise, ich baue uns noch einen Flammenaltar. Was sind das hier? Wie lange habe ich das? Alter, kommen da noch Sachen? Ich habe da halt überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass die ganze Welt noch voll Neuigkeiten sein wird. So. Also. Pass mal auf, was wir jetzt machen. Ich baue den Altar hier hin. Und. Zack. Aktiviert, ne? Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir ganz kurz nach Hause. Ich muss nämlich was gucken. Das probieren wir morgen noch. Das wird morgen mein letzter Versuch. Weil ich, wenn ich den Block habe, kann ich nämlich bauen. Ich muss den sehen, weil ich überzeugt bin, dass mir das Fachwerk fallen wird. Ich kenne das. Wir haben schon unheimlich tolle Blöcke, aber Fachwerk ist halt Fachwerk. So, Leute. Jetzt will ich ganz kurz zum Baldassar einmal. Schreiner gerettet. Noch ein freundliches Gesicht. Eine hervorragende Ergänzung für unsere Gemeinschaft. Okay. Mörser des Alchemisten. Mein treuer Mörser ist verschwunden. Ich vermute, er befindet sich tief in meinem Turm nahe Distelsam. Bitte finde ihn für mich. Ich werde damit noch zu größerem in der Lage sein. Okay. Ewig magisch. Wir sind Staubkörner in einem Wirbelwind aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken und ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher in einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. Wahnsinn. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das rauskäme. Ich dachte, ich habe was gegen das Miasma schon oder so, ne? Gegen das Große. Heilungsstrom, Eisbolten, Schleifstein, den haben wir schon gebaut. Insektenstaub. Leuchtstaub, Miasma-Seele, Geistermagiestab, Hut und Bücher. Okay, das ist nicht, was ich dachte. Lass mal mit dem Osse. Ah, wo ist sie nur? Sie war genau hier, meine Ausrüstungstruhe. Ich brauche sie für meine Arbeit, aber sie wurde geklaut. Ich sage es dir, jemand hat die ganze Truhe mitgenommen. Frag doch mal nach, ja? Irgendjemand hier ist ein dreckiger Dieb. Quest, Truhe des Oswald anders. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da dann halt auch irgendwann eine neue Rüstung nochmal bekommen. Hast du die Truhe vom Osse? Eine Ausrüstungstruhe? Nicht so laut. Ja, ich habe sie mir ausgeliehen. Wollte ein paar alte Projekte zu Ende bringen, weißt du. Aber wenn du es dem alten Oswald erzählst, verliere ich vielleicht noch meine andere Hand. Hör mal. Ich sag dir, wo du sie findest und du sagst gar nichts in Ordnung. Sehr geil. Ich sehe schon, die NPCs haben es auch faustig. Leute, morgen geht's weiter. Der Fachwerkblock muss und danach müssen wir uns echt mal aufs Gebiet konzentrieren. Guck mal, wie viel Zeug wir haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Freue ich mich auf morgen. Meine Lieben, wir sehen uns.